BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Ja, eine neue Saison beginnt, da freuen wir uns riesig drauf. Wir haben einen neuen Trainer und ich freue mich natürlich riesig darüber, dass ich ihn direkt am ersten Tag vor die Kamera bekomme. Deshalb begrüße ich unseren neuen Trainer Lucien Favre ganz herzlich hier bei mir. Und fangen wir auch direkt an mit den ganz schwierigen Fragen, die ich mir heute ausgedacht habe. Das Ruhrgebiet ist sicherlich landschaftlich doch viel, viel schöner als die Côte d'Azur. Oder was waren sonst die Gründe, hier nach Dortmund zu wechseln? Die Gründe, ja, es ist egal für mich. Nizza war schön, so, ich finde alles schön hier, ich bin immer positiv. Das ist nicht gleich, Meer ist nicht da, See ist nicht da, solid. Ist schade, ne? Ja, aber wenn wir uns so umdrehen, ja, das ist auch schön, ne? Nein, aber ich komme aus einem kleinen Dorf, 200 Inhabitants, sagt man, und alle Bauer und so und so. Und es war immer schön und es ist so gleich hier. Ja, sicherlich Dortmund eine besondere Stadt, eine Fußballer, ja. Eine Stadt, wo die ganze Stadt mit einem Verein lebt und leidet. Das wirst du ja auch noch feststellen in den hoffentlich vielen, vielen Jahren. Was hast du dir so vorgestellt? Welchen Fußball möchtest du gerne hier mit der Mannschaft, mit dem Team, das du sicherlich kennst, aber auch vielleicht in diesem Stadion spielen? Ja, ich will, dass wir Fußball spielen. Und was ist Fußball? Ist schon alles geben, viel laufen, aber viel laufen, intelligent laufen, Bewegung, die richtige Bewegung und die Wille nach vorne zu spielen. Zu resümieren, natürlich wollen wir probieren, das Spiel am Anfang zu machen mit dem Torhüter und eine Überzahl kreieren und wenn es möglich zum Tor zu gehen vor Anfang und so. Und die zweite, man hat viele Minuten in einem Spiel, wo das Spiel im Zentrum ist, wo du 20 Spieler hast. Ja, die wissen nicht die Lösung über die Abwehr oder von der Seite kommen und so. Da müssen wir die Automatismen arbeiten und das braucht seine Zeit natürlich. Aber das ist die zweite Zone in Klammern. Und wir müssen auch die Fähigkeit haben, sehr hoch zu spielen manchmal. Sehr, sehr hoch. Wie sagt man, ein Powerplay. Powerplay, verstehen Sie? Powerplay und sehr, sehr hoch spielen und die anderen destabilisieren. Mhm. Aber wenn du so das spielst, du musst bereit, den Ball sofort zu erobern, gegen Pressing oder Rückwärtslauf, müssen funktionieren. Und wir müssen auch fähig sein, Konter zu spielen. Weil manchmal die anderen, sie kommen, du kannst nicht alles planen manchmal und du musst auch Countern sehr gut spielen. Sonst die anderen, sie kommen und sie sehen schnell. Sie sind nicht dumm gegen Gegner, ja, sie können nicht kontern. Und wenn du kontern kannst, das ist auch eine wichtige Phase für mich auch. Du hast zweimal in Deutschland gearbeitet, jetzt in Frankreich überall sehr erfolgreich. Worin haben sich die Stationen unterschieden? Gab es große Unterschiede eigentlich zwischen Deutschland und Frankreich? Nicht so viel. Fußball ist Fußball. Für mich der Ball zählt und der Platz ist sehr, sehr wichtig für mich als Trainer. Es gefällt mir hier und ich sehe nicht große Differenz. In Deutschland, man weiß, Fußball ist ein, können wir das sagen, Religion. Ja, das ist hier. Nein, aber in Deutschland, das ist unglaublich, ja. Fantastisch. Fantastisch. Aber hier noch ein bisschen mehr. Nein, das weiß ich. Ich habe oft hier gespielt und
Es ist so viel Stimmung, so viel Lärm, so viel, das ist fantastisch. Alle sagen das, auch in Nizza, sie sagen Le Mur Jaune. Sie träumen, hier zu kommen in Nizza. Die Leute, sie wollen einmal hier in Dortmund, weil Le Mur Jaune, wie sagt man? Klebeband. Ja, sie kennen das. Hier ist es immer fantastisch. Über 55.000 Dauerkarten? Ja, es ist Hammer. Ja, Hammer. Was interessiert denn außer Fußball Lucien Favre noch? An alles. Ja? Ja. Wenn ich kann, einen Tag eine Sache neu lernen, ich bin zufrieden. Mein Tag war Erfolg. Oh. Ja, und über Ökologie, über Politik, ich mache keine Politik, aber es interessiert mich ein paar Sachen, über viele Sachen. Weil sonst. Ja. Also ein weltoffener Mensch, der mit offenen Augen durchs Leben geht und auch die Welt beobachtet. Ja, natürlich, ja. Sehr schön. Ja. Jetzt stehst du ja auch für Disziplin und Ordnung in der Defensive, allerdings auch für Freiheit und Kreativität in der Offensive. Wie wichtig ist da der Mix und wie bekommst du das hin? Ja, die Balance ist sehr, sehr wichtig. Es muss klar sein, es muss funktionieren. Wenn du keine Balance hast in einer Mannschaft, du kannst kein Ergebnis haben. Es ist sehr, sehr schwer. Und es ist Glück manchmal. Wenn die Balance gut funktioniert zwischen Offensiv und Defensiv, und du hast mehr Chance, erfolgreich zu sein. Und jeder muss seinen Job machen. Wenn ein macht seinen Job nicht gut, ich spreche vom Engagement. Du musst das, sonst es geht nicht. Nachher, du kannst nicht top sein in jedem Spiel während der Saison. Das akzeptieren wir. Aber den Rest musst du alles geben, natürlich. Worauf wirst du in den ersten Tagen den Fokus legen? Jetzt geht's los. Natürlich kennenlernen ist ganz klar. Ja, erste Sache, ich muss die Spieler kennenlernen, weil ich kenne natürlich die Spieler, aber wir müssen uns treffen und so, oder Kollektivgespräch oder individuelles Gespräch schon. Und wir fangen an morgen mit Testen. Und ich werde da sein, schon früh. Es fängt um 8 Uhr, glaube ich. Und wir werden da sein, der ganze Staff. Und ich werde da sein, auch die Spieler kennenzulernen, peu à peu. Es ist Samstag, Sonntag und Montag. Es fängt an mit dem Training auf dem Platz. Auf dem Platz. Das ist schon 5-6 Wochen. Es genügt schon. Für mich auch. Ich spreche für mich. Ich freue mich, auf dem Platz zu sein. Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit. Wir drücken natürlich die Daumen für eine erfolgreiche Zeit, hoffentlich eine lange Zeit. Okay. Viel Spaß mit den Jungs, viel Spaß in Dortmund und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so früh schon zu uns zu kommen Kein zum Problem. Interview. Vielen Dank. Merci. Vielen Dank. Aber.